Der Spaichinger Ortsverband der Grünen empfängt den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer auf Gleis 3 des Bahnhofs. Einem irgendwo mit anfassen hilft, dann können wir das mit fotografisch festhalten und dann versammeln wir uns Um OB Palmer die Problematik der sogenannten Hühnerleiter näher zu bringen, bittet ihn der Ortsverbandsvorsitzende Hermann Pulzer, ein Fahrrad die Treppe hinaufzutragen. Seit 5 Jahren kämpfen wir da für alles Mögliche, aber jetzt sind wir so weit, das sage ich gleich aber nochmal, dass zumindest eine Vorplanung erfolgt, ob eine behindertengerechte Erschließung dieses Gleises überhaupt möglich ist. Also bin ich mal gespannt, dass das möglich ist, sieht man, wenn man da hinguckt. Wir reden auf der anderen Seite weiter? Ja, da reden wir weiter. Ja, kann ich dir irgendwas abnehmen, dass du vielleicht mal ein Fahrrad mitnehmen kannst? So ein Fahrrad? Ja, aber nicht allein. Für ältere Leute mit oder ohne Rollator oder für Familien mit Kinderwagen ist der steile Treppenaufstieg eine Herausforderung. Für Rollstuhlfahrer dagegen unüberwindbar. Daher arbeitet der Ortsverband der Grünen seit 5 Jahren daran, am Spaichinger Bahnhof für Barrierefreiheit zu sorgen. Ja doch, das ist ein bisschen Sport. Dies soll mit dem Bau zweier Aufzüge realisiert werden, der die Fahrgäste die Überquerungshilfe hinauf und hinab bringt. Abwärts geht's immer los. Rund 50 Zuschauer warten Boris Palmer bei seiner Ankunft am Spaichinger Bahnhof. Nach einer kurzen Ansprache von Hermann Pulzer spricht der OB anschließend zu den anwesenden Gästen. Ja, im Namen des Ortsverbandes von Bündnis 90 Die Grünen möchte ich erstmal Boris Palmer, aber auch alle, die von uns und als Spaichinger Bürger gekommen sind, um unserem Anliegen hier dieses leidige Thema Hühnerleiter nochmal ins Bewusstsein zurückzurufen und natürlich weiter an Veränderung und Abschaffung zu arbeiten. Wir haben es gerade wieder erlebt, für ältere Menschen, für Menschen mit Koffer, mit Fahrrad, für Fernreisende, es ist eigentlich eine Zumutung. Es ist eigentlich nicht akzeptabel, dass wir jetzt seit Jahren diese Lösung hier haben und dass jeweils die mit Gehbehinderungen oder mit mehr Gepäck dann nach Rottweil fahren müssen mit dem Auto oder irgendeine andere Fortbewegungsart suchen müssen, weil das hier einfach nicht geht. Wir haben heute eigentlich fast noch einen Wintertag, aber schon ein bisschen sonnig. Wenn das hier nass und leicht morgens überfroren ist, ist es eine Zumutung. Für den Erhalt, für die Veränderung haben ganz viele aus der Bevölkerung schon gekämpft. Vom VDK bis zum Ministerpräsidenten AD Erwin Teufel. Sie haben sich alle dafür eingesetzt. Jetzt im März konnte zumindest mal berichtet werden, dass die Bahn eine Vorentwurfsplanung macht für eine Neugestaltung des Bahnhofes. Da muss das Mittelgleis angehoben werden, aber eben auch eine Prüfung. Und mehr ist im Moment noch nicht zugesagt, eine Prüfung, ob ein barrierefreier Zugang zum Gleis 3 möglich sein könnte. Uns ist es wirklich egal, ob über Aufzug oder über eine langgezogene Rampe, aber so darf es nicht weitergehen und dafür kämpfen wir. Vor Jahren hätte die Stadt mal die Möglichkeit gehabt, hier das Bahnhofsgebäude zu übernehmen von der Bahn. Das wollte der Bürgermeister damals dem Gemeinderat nicht vorschlagen, sodass das jetzt in privaten Händen ist. Das schränkt natürlich Entwicklungsmöglichkeiten hier am Bahnhof, was Toiletten angeht oder auch Aufenthaltsbereiche ein. Letztes Jahr wurde dieses Hightech-Klo, was sich selbst reinigt, alle nach bestimmten Benutzungsgängen, wobei wir nicht genau wissen oder ziemlich sicher sind, es wird kaum angenommen. Das war nicht das Hauptproblem. Es gibt ja auch überhaupt kein Konzept für die ganze Entwicklung des Bahnhofes. Aber das ist Gegenwart und im Moment Stand. Und wir sind sehr froh, dass du als jemand, der einfach den ÖPNV immer auf dem Schirm hat, der selber mit dem Fahrrad fährt, wo die Strecken es erlauben, der ob behindertengerechten Zugang oder Taktfrequenzausbau immer dafür steht und als Person glaubwürdig dafür kämpft. Und deswegen sind wir froh, jetzt auch im Vorfeld der weiteren Veranstaltung mit dir deiner Unterstützung auf dieses Problem aufmerksam machen zu können. Wenn wir etwas mehr Zeit hätten, würden wir noch einen kleinen
Rundgang auch oder Rundfahrt durch Speichingen machen. Wir könnten an dem nicht vorhandenen Fahrradweg entlang der Hauptstraße fahren. Den kenne ich schon. den gibt es definitiv nicht. Es gibt auch kein funktionierendes Radwegenetz. Da sind wir wirklich Diaspora. Und es ist einfach schön, wenn ja, auch kompetente Leute wie du einfach nochmal hier auch vor Ort ein Statement für den ÖPNV, für eine Abschaffung bzw. radikale Veränderung von so einem Zugang zu einem Hausgleis gibst. Und von daher bitte ein paar Worte dazu. Sehr gerne. Ja, also vielen Dank für die Einladung. Mir tut es ja richtig gut, mal unter so einem Schirm stehen zu können. Es gibt ja immer welche, die wollen mich da wegschubsen, aber kann ich euch beruhigen, ich bleibe grüner, weil ich nicht der Meinung bin, dass irgendjemand in Berlin bestimmen kann, wer das sein darf und wer nicht. Und die, die da immer erzählen, ich sei nicht grün, die haben von manchen ökologischen Themen vielleicht weniger Ahnung als ich. Von daher freue ich mich über die Einladung. Schön, dass das so gut geklappt hat. Mir fehlt dazu jetzt gleich aus meiner 20-jährigen Erfahrung mit Eisenbahn und Eisenbahnpolitik doch gleich einiges ein als Referenz. Das Erste, was mir immer einfällt, mit wie viel Prozent hier in Speichingen für das Vergraben von Milliarden in Stuttgart gestimmt? Nur mal nebenbei, ja, weil da ist das Geld, was man hier schon lange hätte ausgeben können, das liegt da unten. Ich habe es euch vorher gesagt, dass das saumäßig teuer wird, und recht habe ich gehabt mit allem, was ich gesagt habe über diesen Unsinn. Also der Erwin Teufel war dafür, wie wir alle wissen, ich war dagegen, aber recht gehabt habe ich, nicht er. Das mal nebenbei, weil irgendwie muss man sowas ja alles immer auch noch finanzieren. In Stuttgart, wenn da 5 Milliarden Mehrkosten verbraten sind, kannst du viele Aufzüge bauen. Das Zweite, was mir dazu einfällt, ich hatte das gleiche Problem in meiner Stadt, als ich Oberbürgermeister geworden bin, aber nicht mit einer Überführung, sondern mit der Unterführung. Also als mein Kind auf die Welt gekommen ist, 2010, habe ich nichts anderes gemacht, als was wir jetzt gerade gemacht haben, nämlich immer, wenn es zum Bahnsteig ging, runter und wieder rauf. Und wenn du allein gewesen bist, dann musst du halt gucken, dass da jemand hilft, weil das ist nicht machbar. Ich glaube, das wissen alle, die schon mal versucht haben, so eine Treppe allein mit dem Kinderwagen, geht halt schlicht nicht. Und man ist ja nicht immer zu zweit unterwegs, beide Eltern. Jetzt ist in Tübingen relativ viel los, aber ich habe in Speichingen am Bahnhof auch schon mal wenige Leute gesehen, die ein- und ausgestiegen sind, und da wird es echt schwierig. Also ich kenne das aus Erfahrung, und ich habe deswegen, als ich OB geworden bin, sofort angefangen mit der Deutschen Bahn darüber zu verhandeln, 2007, dass das geändert werden muss und dass wir Aufzüge brauchen und Rampen. Und tatsächlich hat auch Herr Grube, die als Ausgleich für Stuttgart 21, so kurz nach der Schlichtung, dann auch in Tübingen eingeweiht, 2011 haben wir Aufzüge bekommen, ist also auch noch nicht so lang her, in historischer Zeit, von 1863, vom Bau des Bahnhofs bis 2011 gab es keine barrierefreien Zugänge, aber seit 2011 haben wir einen. Und ich weiß, was das für eine riesige Erleichterung ist, und gerade in der älter werdenden Gesellschaft, was das bedeutet, dass man da mit dem Aufzug bis zum Bahnsteig kommen kann. Also ein Riesenfortschritt, außerordentlich wichtig aus der persönlichen Erfahrung und dem, was ich sehe, die Aufzüge werden ständig und gut genutzt. Und wie ist das damals möglich gewesen? Zugegebenermaßen, die Stadt musste Geld in die Hand nehmen. Also ich habe gesagt, das ist so wichtig. Wir zahlen als Stadt auch für das Ganze. Wir hatten dann Glück, die Rechnung viel bescheidener aus als ursprünglich gedacht, aber für diesen barrierefreien Umbau des Bahnhofs Tübingen hat die Stadt Tübingen 400.000 Euro beigesteuert. Und dadurch haben wir die Bahn auch in Zugzwang gebracht. Also wir haben als Stadt gesagt, das ist uns wichtig. Und liebe Bahn, tu was. Und dann hatten wir Glück und sind noch in ein Bahnhofsanierungsprogramm bekommen, sodass da dann Mittel auch des Bundes zur Verfügung standen und der Beitrag der Stadt kleiner ausfiel als gedacht. Und ich glaube, wir sind jetzt wieder in der Zeit, wo ein neues Bahnhofsanierungsprogramm aufgelegt wird. Und da wäre es sicherlich ein guter Rat, das darf man ja geben. Ich meine, als Auswärtiger soll man sich zurückhalten mit Kritik an denen, die vor Ort die Arbeit machen. Da werde ich nichts zu sagen, aber einen Ratschlag darf man hinterlassen. Mein Rat wäre, wenn ich das jetzt hier sehe, den Versuch zu unternehmen, etwas eigenes Geld als Stadt in den Topf zu werfen und zu sagen, wir finanzieren mit, und zu hoffen, dass man einen Platz ganz vorne im Bahnhofsanierungsprogramm kriegt. Und weil ich ja, wenn Sie die Schlichtung von Stuttgart 21 anguckt haben, wissen Sie das sogar, mir dann immer gleich Pläne mache, wie das alles richtig ist bei der Bahn, würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, die billigste und eigentlich klarste Lösung, die drängt sich geradezu auf. Das ist ein Aufzug an dem Gleis hier an dieser Stelle, etwas vorgesetzt, damit man andocken kann. Und dann ein Aufzug drüber, da ist egal auf welchem Gleis, der dann wieder runterführt. Das heißt, was man braucht, sind zwei Aufzüge. Der Platz ist da, behaupte ich jetzt einfach mal nach in Augenscheinnahme. Und ansonsten muss man, soweit das Ding nicht baufällig ist, was ich nicht hoffe, dass es bald einstürzt,
Vielleicht muss man sanieren, aber baufällig ist glaube ich noch nicht. Ansonsten muss man da erstmal für den Zugang von dieser Seite nicht viel machen. Das sind etwa 700.000 Euro Investitionen, mehr ist es nicht. Und das halte ich für absolut zwingend. Also so ein Bahnhof ohne so einen Zugang zu betreiben geht nicht. Wir haben in Tübingen ja noch wenige Situationen unterrum, müssen sie nur 3 Meter Höhe überwinden. Ja, weil dicke Höhe 2 und dann halt nur die Eisenbahngleise. Bis hier sind ja 7 Meter. Ja, und da wird es dann wirklich, habe ich jetzt auch gemerkt, Fahrrad raufstecken, 7 Meter. Das ist auch, wenn man sportlich ist, ist tatsächlich nicht spürbar und für ältere und schwere Kocher und so weiter gar nicht machbar. Also zwingend erforderlich. Wäre mein Ratschlag, Bahnhofsanierungsprogramm, 2 Aufzüge und nächstes Jahr bauen. Ja, ganz herzlichen Dank für diese mutmachenden Worte und für eine ganz klare Vision und auch Perspektive. Und wenn man es so anpackt und so will, und die Bahn hat ja durch unsere Veranstaltung, wir haben hier schon mit Hunderten auch gestanden, die weiß um das Problem und Planungen dauern halt und bis alle an einem Tisch sind. Aber man muss es genau so angehen, ganz klare Forderungen und vielleicht auch selber etwas Geld in die Hand nehmen. Ganz herzlichen Dank, wir werden es auf alle Fälle im Auge behalten und mit unseren Leuten auch im Gemeinderat, im Kreistag immer wieder für die Verbesserung der Bahnhöfe auch kämpfen. Ganz herzlichen Dank für den ersten Teil des Wahlkampfes. Der Wahlkampf geht jetzt weiter in der Stadthalle, aber nicht so, wie wir es verstanden haben oder verstehen würden. Wir finden die Veranstaltung so nicht korrekt, dass im Wahlkampf der Wahlleiter, egal von welcher Partei, Leute in die Stadthalle, wir dürfen da gar nicht rein, für politische Veranstaltungen geschlossen sind. Du hast viel zu sagen zu vielen Themen und wir würden dich gerne auch irgendwann mal von uns aus einladen, hoffen, dass wir dann die Stadthalle kriegen. Und es gibt Themen, da bist du unter dem grünen Schirm und gehörst unter den grünen Schirm und andere. Da ist manchmal auch Nachdenklichkeit und auch mal Zuhören angesagt, aber da bist du immer streitbar gewesen. Aber mein Wunsch als Ortsvorstandssprecher wäre jetzt noch, sich hier nicht in der Stadthalle vereinnahmen zu lassen. Wir haben einen Bürgermeister, der jetzt selber im Wahlkampfmodus ist und von daher ganz genau überlegt, wen er einlädt, mit welcher Botschaft auch. Und in der Sache toi toi toi, aber aus unserer Sicht ist es eine zweite Wahlkampfveranstaltung und deswegen wird nur ein Teil von uns damit rübergehen. Aber wir haben ein Elektroauto bereitgestellt. Das Auto vom Bürgermeister bzw. seinem Gesandten kann voranfahren, aber dann kommst du mit einem Elektrowagen. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen und eine gute Veranstaltung. Vielen Dank. So, natürlich hat der Bürgermeister so. Sehr schön. Wo ist Hartmut? Wo ist Elektroauto? Ah, okay. Obwohl der Speichener Bürgermeister Hans-Georg Schumacher freundlicherweise ein Fahrzeug samt Chauffeur für die Fahrt zur Speichener Stadthalle bereitgestellt hatte, entschied sich der Tübinger OB für die umweltfreundliche Variante der Grünen, die für den Transport ein E-Mobil der Familie Dr. Keller organisiert hat. Du nimm mich. Ich hab das nicht sehen.